So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minimanok. Heute GTA 5 Online Probleme am Pier von Geralt. Wir machen auch schwer. Ich glaube, ich habe eine coole Sicherheitsweste gekauft. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es ist schon. Okay, eigentlich war die Folge. Ich war es gestern, wo ich das gemacht habe. Das Gameplay war scheiß drauf. Egal. Probleme am Pier. Ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. Also, ich habe sie so schon mal alle gemacht. Aber das Gameplay, weil ich glaube, ich nicht es gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Stille das Meth. So. Also, ich mache ein bisschen Scheiße und. Diesen Fell, den ihr gleich sehen werdet, ist ein bisschen lustig hier. Wah! Zack, gegen die Wand. Naja, auf jeden Fall, das heutige Thema ist auf jeden Fall, ist mir so kurz, also kurzfristig eingefallen, ist es mir schon längere Zeit im Kopf gewesen, hab's mal wieder vergessen, dann wollte ich es machen, habe ich kein passendes Video dafür gehabt. Und jetzt mache ich es extra noch schnell, also damit ich es nicht wieder vergesse, mache ich schnell das Thema durch. Es ist auch ein Thema, das vielleicht, ja, es ist schon wichtig, es ist nicht Sterben, es ist Tod wichtig, obwohl es um Tod geht. Ihr wisst ja, dass, also vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es auch nicht, es gibt einfach Menschen, die haben das Bedürfnis, Hunde zu töten. Das heißt, sie legen dann so Giftköder aus und die Hunde fressen jetzt dann, weil es ja im Wurst verpackt ist, irgendwas lecker schmeckt. Und die Hunde fressen es dann und sterben halt dann. Und ich will heute genau erklären, warum, vielleicht, na okay, warum das so ist, warum Leute das machen, weiß ich nicht genau. Aber ich will euch mal darüber aufklären, was, warum das scheiße ist. Okay, ihr wisst ja schon, warum scheiße ist, aber ich sag echt ein bisschen was drüber. Viele Menschen haben ja Hunde und treffen sich dann im Park oder sind zu Hause mit den Hunden und die bellen halt dann auch und das stört vielleicht manche. Und deswegen gibt es vielleicht manche Menschen, die legen dann auf der Straße einfach mal so einen Giftköder aus. Das fressen dann vielleicht Tiere oder also Hunde, also ist echt für Hunde vorgesehen, nur damit die Hunde dran sterben. Warum das manche Leute machen, weiß ich nicht genau. Das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, ist eventuell, dass ein Mensch vielleicht mal ein tragisches Erlebnis mit einem Hund gehabt hat, wo was ich, ein Familienmitglied getötet worden ist von einem Hund oder man selber fast getötet wurde oder vielleicht wurde ja einer den Finger abgeknabbert, keine Ahnung. Aber das ist, finde ich, kein Grund, einen Hund umzubringen. Also ich finde, es gibt fast keinen Grund, einen Hund umzubringen, außer er fällt sich gerade an und will den Genick durchbeißen. Okay, ja, dann vielleicht, aber. Einfach so, weiß ich nicht. So, an sich ist es ja schon scheiße, dass man sowas macht. Also ich meine, wie kann man nur so assi sein, einfach einen Hund töten? Weil, wenn man selber keine Hand, dann begreift man auch gar nicht, wie wichtig dem anderen eigentlich vielleicht der Hund ist. So, das begreift man selber auch irgendwie gar nicht so. Und es gab auch so einen Vorfall, der hat mich persönlich brutal geschockt. Und deswegen will ich auch unbedingt drüber berichten. Es ist ja so, dass dieses Zeug, liegt einfach mal auf der Straße irgendwo rum oder... Ja, ein Gebüsch ist eher weniger, auch ein Gebüsch, aber mehr einfach auf der Straße, damit es auch jeder Hund fressen kann, der da rumläuft. Da war eine Frau, war unterwegs, die hatte ihr Kind dabei und einen Hund. Und dann ist es auf der Straße aus dem Laden gegangen, dann hat sie zufällig, hat ihr Telefon geklingelt, sie hat schnell, also das Kind war wohlgemerkt schon drei, glaube ich, zwei oder drei, aber das hatte keinen Kinderwagen dabei gehabt und ist so rumgegangen, das war nicht lang, das waren so 10 Minuten, was die Frau nicht draußen weg war. Der Hund, ja, wie gesagt, die wurde angerufen dann und dann hat sie praktisch den Hund wie so einen Gartenzaun kurz irgendwie festgemacht oder die Leine so kurz gemacht, damit er nicht weglaufen kann. Und dann hat sie zu ihr Kind gesagt, ja, bleib bitte kurz hier, bleib kurz stehen, weil sie gesagt hat, sie kann gehen, nicht telefonieren oder so, hat sie später gesagt, weiß keine Ahnung, warum sie da stehen geblieben ist. So, dann liegt da so ein Giftköder rum. Und wer isst den Giftköder? Nein. Nein, nicht der Hund. Das Kind isst den Giftköder, weil es ist ja bekannt, dass kleinen Kinder auch mal so Sachen essen auf der Straße liegen, das probieren wollen. Es ist halt einfach so, es gehört zum Menschsein dazu, dass man das Kind das probiert, einfach ob es gut oder schlecht schmeckt. Das Kind hat es komplett verschluckt und die Mutter hat es ganz kurz nicht aufgepasst. Das können wirklich schon 4 Sekunden vielleicht gewesen sein, indem ich mein Handy kurz aus der Tasche rauskrame. Und dann ans Telefon rangehe und das reicht schon für 4-5 Sekunden, damit das Kind kurz ein paar Schrittchen nach vorne geht, das aufsammelt und den Mund steckend runterschluckt. So, die Mutter ist natürlich mit dem Kind sofort ins Krankenhaus und den Hund, aber da kam jede Hilfe zu spät, das Kind ist dran gestorben an dem Giftköder. Ich, also, zwei Fragen, wenn diesem Video ungeklärt bleiben. Die wichtige Frage ist einfach, wieso legt man Giftköder aus, warum macht man sowas? Und vielleicht noch eine andere wichtige Frage ist, wo kriegt man so ein Zeug überhaupt her? Ich meine, das muss ja eine Konzentration haben, das ist ja schon enorm, weil wenn es ein Kind töten kann, das ist ja schon krass. Und das Kind ist tot.
Es ist an diesem Giftköder gestorben, bloß weil irgendwelche asozialen, verbitterten Menschen irgendwelche Hunde nicht mögen vielleicht und sie umbringen wollen oder so, weil sie so gierig sind, keine Ahnung. Und deswegen muss ein Kind sterben. Nur weil die aus irgendwelchen Problemen gegen Hunde haben. Also finde ich echt krass. Ich finde die Tatsache schon gestört, dass man einen Hund damit umbringt. Aber damit hat man auch ein Kind umgebracht, das war echt hart. Und das Coole ist ja jetzt auch, dass man auch, man kann nicht sagen, wer es da hingelegt hat. Man sieht, man weiß es ja nicht. Und dass die Polizei mal dann wie patrouillieren würde oder mal irgendwie vielleicht eine Kamera hinstellt da in der Nähe und so mal schaut, wer was ablegt. Nein, das ist doch völlig wurscht. Ein Menschenleben ist noch nicht so schlimm. Denkt sich so die Polizei einfach mal, es ist ja wurscht. Die Mutter ist völlig am Ende, wenn mein Kind so gestorben wäre. Ich würde nicht aufhören, diesen Mörder zu suchen und dann werde ich dem mal zeigen, was ich davon halte, wenn der mein Kind umbringen will und mein Hund auch noch. Also echt krass. So, und ich bin persönlich dafür, dass erstens, wenn man sowas bewusst auslegt, natürlich dabei erwischt wird, wenn man bewusst sowas auslegt, man kann ja nachprüfen, ob das Gift ist, das riecht man ja eigentlich schon so ein bisschen, ob das giftig ist oder nicht, oder das müsste ein bisschen komisch riechen. Und wenn man sieht, dass jemand sowas ausstreut, absichtlich, um jemanden zu töten, finde ich, müsste der eine Anzeige kriegen und eine Haftstrafe wegen versuchten Mordes. Weil es erstens die Falschen treffen kann und nicht nur die Hunde. Und zweitens, weil er bewusst, ein Mensch bewusst, da etwas hinlegt, um irgendwie jemand anderen oder ein anderes Tier zumindest zu schaden oder was. Das finde ich echt zu asozial, mich sowas zu machen, ganz ehrlich. Ich finde, ich verstehe sowas halt nicht. Wie kann man nur sowas machen? Ich meine, ich habe selber einen Hund und ich finde es einfach schlimm. Was ich jetzt schon sagen muss, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt ein Meerschweinchen dabei hast oder sowas und dann frisst es halt ein Stück dran, versucht der mal ein bisschen so hart. Ich würde schon sagen, und ich finde auch, ein Hund ist ein Hund, wenn er mindestens 20 cm groß ist, alles hoch ist, großes hoch ist, dann sagen wir 25 cm bis 30 hoch, alles andere ist, finde ich, ist kein Hund mehr, weil es hochgezüchtet ist, das finde ich, das Rad nicht mehr als Hund. So, wie seht ihr denn das? Würdet ihr auch sagen, dass es versuchter Mord ist, oder wie würdet ihr das verhandeln? Weil, wenn man so einen Hund tötet, oder wenn ich jetzt auf die Straße gehe und irgendeinen Hund abmurkse, zählt es nur als Sachbeschädigung. Das heißt, ich zahle ihn einfach, wenn man sagen, großen Hund abmurksen, zahle ich 500 € und fertig. Ich meine, das ist ja ein Witz eigentlich. Erstens muss er selber nicht viel zahlen, zweitens ist es für den anderen voll schlimm, weil er seinen treuen Freund verliert, sage ich jetzt mal so, und das ist viel schlimmer als irgendwie Sachbeschädigung. Ja, ist halt so. Finde ich traurig. Was ist eure Meinung dazu, liebe Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Bin ich mal sehr gespannt. Wollte es auf das Thema mal aufklären, aber vielleicht wissen das ja viele nicht. Da muss ich auch sagen, bitte schaut in meine Videobeschreibung rein. Da ist mein Let's Play-Kanal verlinkt, meine Facebook-Seite und Twitter-Seite. Und bitte, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht, welchen Themenwunsch ihr mal habt. Oder irgendein Thema, über das ich was sagen soll, wo ihr nicht sicher seid oder wo ihr nicht wisst. Und ich sag das ja auch nicht, dass zu dem und dem vielleicht das Thema ist, außer ihr schreibt das dazu. Dann sage ich euren Namen. Aber ansonsten sage ich euren Namen nicht. Bitte schreibt mal Themenvorschläge, weil ich will ja von euch wissen, praktisch, was ihr gern sehen wollen würdet. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute, und wir kriegen noch die Bezahlung. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald, liebe Leute, euer Arnok. Und viel Spaß noch beim weiteren Schauen. Tschüss.